Hallo, aus der Felddienstarena melden sich Manni Breukmann und Frank Buschmann. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke 04 gegen Hannover 96. Zu diesem Saisonzeitpunkt hat er 9 Treffer markiert. Seine Mitspieler können sich auf ihn verlassen. Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Neustädter. Pass raus auf den Flügel. Barnetta. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Maxi Meyer. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Und jetzt! Hüntela. Uchida. Barnetta. Und klasse Abwehrarbeit. Gutes Stellungsspiel. Den Schuss abgeblockt. Schmiedeberg. Stindl. Kiyotake. Logisch, das muss Eckball geben. Wir sind jetzt mittendrin in der Spielzeit und dieser Mann hat 7 Tore geschossen. Er ist also einer, der seiner Mannschaft heute zum Sieg verhelfen könnte. Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Uchida. Barnetta. Uchida. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Joselu. Choupo-Moting. Hüntela. Aogo. Joselu. Sakai. Kiyotake. Schmiedeberg. Und das ist jetzt die Dindel. Und die Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Oh! Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Ja, entscheidet auf Einwurf. Sakai. Kiyotake. Maxi Meyer. Aogo. Uchida. Der FC Schalke 04, da könnte ich erzählen ohne Ende. Ich kürze es mal ganz kurz ab. Eurofighter, Kampfschwein, Schalker Kreisel, 6:6 mit 3 Herzinfarkten. Meister der Herzen. Harter Zweikampf. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Kiyotake.
Ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. Hünteler. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Choupo-Moting. Neustädter. Hünteler. Maxi Meyer. Oh! Und was für ein Tor! Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. So, damit liegt Schalke jetzt vorn. Stindl. Schmiedebach. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Uchida. Stindl. Piotake. Und nun Christian Fuchs. Uchida. Choupo-Moting. Barnetta. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Schmiedebach. Ah, über die Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Schön rechts ins Eck abgeschlossen. Barnetta. Hünteler. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Oh ja, ein harter Zweikampf. Joselu. Augo. Mancher fängt da an zu flattern, aber er ist ganz, ganz cool geblieben, der Junge. Ja, cool ist gar kein Ausdruck, Manni. Also jetzt guck dir diese Frechheit mal an. Ach du meine Güte, und der Torhüter. Ah, ja. Viele sind an ihm dran. Hünteler begehrt. Und hier sehen wir, warum. Das ist ein super Tor. Schon immer ein trügerisches Ergebnis, aber es sieht komfortabel aus. Halbzeitstand 2:0. Ein weiterer Treffer genau zur richtigen Zeit. Das gibt Selbstvertrauen, wenn man mit gleich 2 Toren Vorsprung in die Kabine geht. Wenn es hier so weitergeht, keine Chance für die Gäste. Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Schmiedebach. Piotake. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Oh, die... Das wird ganz gefährlich. Achtung!
Pass nach draußen auf den Flügel. Stindl. Klasse Zuspiel. Achtung, jetzt! Einwurf. Sakai. Schmiedebach. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Uchida. Jetzt läuft der Ball gut. Sie kombinieren hervorragend. Choupo-Moting. Maxi Meyer. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Mein lieber Mann, das war aber knapp. Hünteler. Choupo-Moting. Uchida. Kirchhoff. Und nun Christian Fuchs. Maxi Meyer. Hünteler. Choupo-Moting. Guarnetta. Erfolgreicher Zweikampf. Kirchhoff. Und nun Christian Fuchs. Aogo. Guarnetta. Maxi Meyer. Choupo-Moting. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Ja, da hilft ein Mannschaftskamerad aus. Und? Stindl. Joselu. Und nun Christian Fuchs. Aogo. Hünteler. Und nun Christian Fuchs. Es muss Einwurf geben. Bei dieser Auswechslung denkt er schon an das nächste Spiel. Denn wenn der heute vom Platz geflogen wäre, der Spieler, dann wäre er im nächsten Spiel definitiv nicht dabei gewesen. Maxi Meyer. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Bittencourt. Stindl. Schmiedebach. Aogo. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Ja, heute überzeugt er mit seinem präzisen Passspiel. Toller Pass. Geht er rein? Und der Ball ist drin. Und schon wieder lässt der Keeper sich einen haltbaren reinmachen. Ja, das nimmt kein Ende in diesem Spiel heute hier. Ein Torhüter kann ja mal Spiele gewinnen. Er verliert das heute. Oh, da ist die Glücksgöttin im Spiel. Fortuna sei Dank, der Ball springt doch noch ins Tor. Oh, das ist jetzt aber schon deutlich. Eindeutige Führung. Bittencourt. Stindl.
Jetzt kann er flanken. Das muss doch Elfmeter geben und es gibt Elfmeter. Hier eine Auswechslung vor. Das ist ein Elfmeterschütze. Kein Problem. So musst du einen Elfmeter schießen. Immer eine heikle Sache, so ein Elfer. Aber er hat es geschafft. Und da kannst du auch als Profi mal weiche Knie bekommen. Mehr nicht. Uchida. Kirchhoff. Ein schöner Pass. Ach, was läuft die Kugel heute. Stindl. Er könnte passen. Und er trifft. Schwach begonnen, sich stark gesteigert und jetzt nur noch ein Türchen bis zum Ausgleich. Also ich bin mal gespannt, was dieser Treffer hier in diesem verrückten Fußballspiel noch bewirkt. Und nun Christian Fuchs. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Sakai. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Die Flanke kommt gut. Hünteler. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. So, jetzt Erholung des Tores. So, wie schön, wenn man sich auf seine exzellente Schusstechnik verlassen kann. Stindl. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist vielleicht schon die letzte Chance. Und der Ausgleich liegt noch mal in der Luft. Dafür lieben wir den Fußball. Was für eine Dramatik und was für ein Tor. Das ist der Lohn der harten Arbeit. Ausgleich. Sensationell. Fußball mal loben kann zum Erfolg führen, so wie hier. Das ist jetzt Dramatik pur, liebe Zuschauer. Also, ich schwitze. Aber wie geht's denen da unten erst auf dem Platz? Klasse Partie. Viele Tore. Unentschieden. 3:3. Das Wörtchen wird nicht wer, aber wenn sie ihre Chancen nutzen, haben sie 3 Punkte hier. Ja, wer trifft, hat recht. Du musst schon die Tore machen.